Los geht's! Vamos! Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute wieder ein Video auf dem Platz. Und heute ist es soweit. Heute trainiere ich diesen Bruder hier. Heute ist er dran. Er weiß nichts, was passieren wird, welche Übung wir machen werden. Ja, Bruder. Ja, also die Voraussetzungen sind schon mal top. Vor 2 Tagen Beintraining, Totalschaden, dann gefühlt 2 Jahre nicht mehr selber trainiert. Und dann noch so ein Trainer nebenan. Aber keine Ausreden, Leute. Nee, nee, nee. Wir werden performen. Ihr werdet gleich was sehen. Gib ihm Gas, ich gebe Gas! Und voll Riss. Jetzt ab jetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Jetzt ein bisschen yes und der letzte noch. Ja, junge Mann. Übers Kreuz mitnehmen. Und 1, 2, 3, 4. Und yes. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, 1, 2, 3, 4, 5. Sauber, der letzte noch. Bam, 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 bam und nach rüber noch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das war das Aufwärmen mit Nick. Nick hat es wie immer sensationell gemacht. Seine Technik ist brillant wie in alter Montur. Darum gehen wir jetzt direkt zu den Touches. Hier hinten, falls ihr es seht, sind die 2 Minigoals. Dort machen wir jetzt Übungen. Ich erkläre sie euch nachher kurz, aber ganz kurz, vergesst nicht zu liken, zu abonnieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und ja, jetzt gehen wir los. Let's go. Ganz kurz zur Erklärung. Es geht folgendermaßen. Ich spiele den Ball, ich sage eine Nummer, 1 oder 2. 1 ist direkt zurückspielen, 1, 1. Wenn ich 2 sage, nimmt er auf eine Seite mit, 2, 1. Und dann sage ich eine Farbe, zum Beispiel rot oder gelb, zum Beispiel rot, dann prallen zu rot. Dann sage ich nochmal eine Farbe, links ist rot, rechts ist gelb, zum Beispiel gelb. Dann nimmt er einen sauber mit, passt in das gelbe Tor und dann kommt er wieder zurück auf die Position. Und das machen wir 5-mal. Let's go. Okay. Und 1, 1, 2, 2, 2. Rot, bam, bam, gelb. Sauber Touch. Yes, sehr stark, sehr stark. Und weiter geht's. 1, 1, 1, 2, 2. Gelb. Ja, und rot. Ja, gut, gut, gut. Den Pfosten nehmen wir mit. Und 1, 1, 2, 2. Und gelb. Und gelb. Schöne Linie entlang, noch ein bisschen weiter, aber der Pass sensationell. Komm, noch 2, 1, 1, 2, 2. Rot und rot. Ja, sehr gut. Da darfst du auch den linken Fuß nehmen, Bruder. 1, 2, ja, 2, 1, 1, 1, 1, rot, gelb. Bruder, ganz, ganz, ganz krass gewesen. So, kommen wir zur 2. Übung. Das ähnliche Ziel, wieder sauberer First Touch plus den sauberen flachen Pass in das Tor. Hier geht es folgendermaßen. Nick steht hier, kommt kurz prallen, geht nachher schnell nach hinten. Das wäre die Outlinie, das wäre die Outlinie. Dann sage ich zum Beispiel gelb, dann geht er nach vorne. Und dann sage ich nochmal eine Farbe, rot oder gelb, Pass in das jeweilige Tor. Das alles in vollem Tempo. Hast du noch was zu ergänzen? Nee, eigentlich nicht. Also ich muss hier den Ball schön in den Lauf mitnehmen, bei Rot hier durch. Nicht ins Out, nicht in den Gegenspieler, was ja klar ist. Und gelb auf diese Seite dann. Genau. Und dann Rot oder Gelb wieder für welches kleine Tor. Also mehr Druck da, weil der Touch wirklich sauber sein muss. Schauen wir mal! Und? Was wird? Auch? Was wird?
Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und noch etwas zu ergänzen, unbedingt das Klatschen lassen, das ist genauso wichtig wie die anderen Touches, weil bei uns zum Beispiel in den Trainings, wir merken einfach, dass wenn sie den Ball klatschen lassen, dann springt der Ball und das darf nicht passieren. Ja, hier gehen wir auf jedes Detail. Nick, bist du ready? Vamos. Ja, bam, bam. Gut, gut. Sehr gut, sehr gut. Okay, locker und ja. Ja, tack, tack. Gelb, gelb. Bam. Das Gelbe. Sehr gut. Und ja. Eins, zwei. Rot, gelb. Sehr gut mit links. Sehr gut, sehr gut. Okay, komm noch zwei. Ja. Rot, gelb. Sensationell, Junge, du machst es. Weltklasse. Ja. Ja. Gelb, rot. Oh. Okay, komm, der letzte noch. Ja. Und ja. Und noch einmal gelb, rot. Bam. Und ins Tor. Sehr gut, Junge. Sehr, sehr, sehr stark. Kraft kommt wieder. Ja. Das ist so, wenn man lange nichts mehr gemacht hat. Aber für das. Da hat man die Quittung. Da hat man die Quittung, ja. Für das aber sehr stark. Danke, danke. Wirklich gut. Ja, aber geht schon, geht schon. Auch nur, weil du den Pre-Game genommen hast, oder? Pre-Game. Ohne den Pre-Game, ich bin ehrlich, wäre ich noch einen größeren Totalschaden heute. Richtig. Ihr habt's gehört. Richtig. Kommen wir zur dritten und letzten Übung. Eine sehr geile Übung, mache ich sehr gerne mit meinen Spielern. Ich bin hier vorne, ich spiele den Ball hoch zu Nick. Nick verarbeitet den Ball am besten mit einem Touch und der zweite ist dann der Pass wieder in das jeweilige Tor mit den zwei verschiedenen Farben. Ja, hier geht es darum, schnelle Ballbearbeitung, sauber, flacher Pass in das Tor. Man denkt sich, das ist der Mitspieler von Nick, darum sauber, flach, kein Schuss, sauberer Pass. Ja, ist gut? Natürlich. Okay, fangen wir an. Okay. Und ja. Rot. Bam. Spielen. Sehr gut, sehr gut. Gelb. Ja, schwieriger Ball, aber macht das sensationell. Sauber Pass. Sehr gut. Da seht ihr, die Bälle, die kommen flach. Das ist so wichtig. Und ja. Rot. Ja, okay. Der war auch gut. Gelb! Zum Ball, zum Ball, zum Ball. Sehr gut. Und jetzt von diesem Winkel. Ja, macht das sehr gut. Okay, der letzte noch. Und ja, rot. Bam. Und jetzt komm, 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 mach sie trotzdem. Ja, passt gut. Da könntest du ein bisschen schneller zum Ball, dann mit deiner massiven Brust, aber. Aber da ging die Energie ab. Schreibt jetzt unten in die Kommentare, wie er es gemacht hat. Meiner Meinung nach eine 8 von 10, aber ich bin zufrieden. Ja, das war das Video, wie ich Nick trainiere. Also meiner Meinung nach hat er es wirklich sehr gut gemacht. Bin ich wirklich erstaunt, muss ich ehrlich sagen, weil hat er wirklich lange nichts mehr in dieser Richtung gemacht. Ja, so ist meine Meinung, Bruder. Wie fühlt es für dich? Ja, war gut. Mit den Touches und so bin ich einigermaßen zufrieden. Tempo war natürlich Skandal, aber ich glaube, da solltet ihr nicht so hart mit mir ins Gericht gehen, oder wie man so schön sagt. Genau. Und es war eigentlich auch immer ein Durchgang. Also das stimmt, das stimmt wirklich. Nicht schräg, immer ein Durchgang. Reicht für mich, für die Energie, die ich momentan habe. Ja, bin zufrieden. Er ist natürlich ein super Trainer. Am Anfang habe ich Faxen gemacht, aber er ist der Beste dieser Welt. Und ja, Can wird dann auch noch trainiert in einem weiteren Video. Das heißt jetzt abonnieren, liken, kommentieren, teilen und natürlich Gas geben. Und bei uns ins Training kommen. Unbedingt. Sich bewerben für eine Zusammenarbeit, richtig Gas geben. Vamos. Yes.